1940 standen wir vor der Aufgabe, den Durchbruch durch die verlängerte Maginot-Linie bei Sedan zu vollziehen. Wir waren uns darüber klar, dass dieses schwierige Unternehmen nur gelingen und der Erfolg nur ausgenutzt werden konnte, wenn Führer und Truppen sorgfältig darauf vorbereitet wurden. Unsere Winter- und Frühjahrsarbeit bestand daher in eifriger theoretischer und praktischer Ausbildung der Divisionen, in eingehenden Überlegungen für das neuartige Zusammenwirken mit unserer Luftwaffe und in der Vorbereitung der Führer auf die bei erfolgreichem Durchbruch voraussichtlich entstehende seelische Beanspruchung, zumal durch Flanken- und Rückenbedrohung, unzulenkliche Verbindungen und Nachschubschwierigkeiten. Im festen Vertrauen auf den Sieg traten wir am 9. Mai den Vormarsch zur Grenze an. Wie wird die Gliederung der Feindkräfte vor Beginn der Operationen beurteilt? Frankreich und England haben insgesamt 120 Divisionen auf dem Festland einsatzbereit. Hinzu kommen die in der Maginot-Linie eingesetzten Festungstruppen. Von den eingesetzten Divisionen stehen 21 an der deutsch-französischen Grenze, 47 an der belgisch-französischen Grenze, etwa 50 als große strategische Heeresreserve um Paris. 9 der 10 meist motorisierten Englischen auf dem linken Flügel. Von den 24 belgischen Divisionen sind 20 an der deutsch-belgischen Grenze, 4 im Landesinnern und an der Küste. Jedoch keine an der Grenze nach Frankreich. Holland ist mit 11 Divisionen aufmarschiert. 9 stehen an der deutsch-holländischen Grenze, 2 an der Küste. Sogar das neutrale Luxemburg hat die Grenze nach Deutschland gesperrt. Diesem Aufmarsch lag die Absicht zugrunde, nach Deutschland einzufallen. Das Ziel war, die Rüstungsindustrie im Ruhrgebiet zu zerschlagen. Dann sollte im Verein mit weiteren englischen Divisionen der gemeinsame Angriff tief nach Deutschland hineingetragen werden. Dem OKW waren diese Pläne längst bekannt. Dementsprechend wurden die Operationen angelegt. Der Auftrag des im Rahmen der Mottgruppe von Kleist kämpfenden 19. AKs lautete: Durchbruch zwischen Charleville und Carignan, Abdrehen nach Westen, Vorstoß auf die Somme-Mündung und damit Gewinnen der Kanalküste. Dieser Auftrag des Korps wurde in allen Teilen planmäßig durchgeführt. Der Kampf des 19. AKs vom 10. Mai kann als klassisches Beispiel für die Verwendung von Panzertruppen gelten. Allgemeine Aufgabe von Panzertruppen ist es, ohne Rücksicht auf ungesicherte Flanken den Durchbruch durch den Feind zu erzwingen und unter Ausnutzung der Motorenkraft in der Richtung auf das operative Ziel, die Vernichtung des Feindes, schnell zu vollziehen. Es gelang in wenigen Tagen, die Maginot-Linie zu durchbrechen, den Stoß so schnell in die Tiefe der feindlichen Front zu tragen, dass sich der Vormarsch glatt und reibungslos vollzog und die vom Feind eingeleiteten Gegenmaßnahmen trotz aller Beschleunigung zeitlich zu spät kamen. Mit dem Erreichen der Somme-Mündung war die französische Front zerschnitten und damit das operative Ziel, Trennung der feindlichen Angriffsarmeen vom Mutterlande, erreicht. Das folgende Abschwenken nach Norden mit dem Enterfolg bei Dünkirchen war der Ausklang der Operation. Bis ins Einzelne war alles durchdacht und vorbereitet. Am 9. Mai fällt endlich die Entscheidung. Um 13 Uhr erfolgt die Alarmierung. 10.05. Fall gelb. 5.35 Uhr. Fall gelb, 5.35 Uhr. In den frühen Morgenstunden des 10. Mai überschreiten die Marschgruppen die Ablaufpunkte.
Zunächst gilt es, durch Luxemburg hindurchzustoßen und den Durchbruch durch die erste belgische Widerstandslinie zu erzwingen. Um 5.35 Uhr wird die Reichsgrenze überschritten. Während die Vorausabteilungen die Grenzflüsse überschreiten, beginnen die Pioniere mit dem Beseitigen der Sperren und dem Bau der Kriegsbrücken. Kurz vor dem Grenzübertritt sind in Bitburg 150 Störche gestartet, die ein Bataillon des IR Großdeutschland unter Oberstleutnant Garski westlich von Nives und Vitry landen sollen. Das Bataillon hat den Auftrag, die belgischen Befestigungen von rückwärts zu öffnen, um so den Panzerdivisionen den Weg zu erleichtern. Um 6 Uhr erfolgt die erste Landung südwestlich von Vitry. Divisionen durchstoßen in raschem, ungehindertem Vormarsch Luxemburg. Die wenigen Sperren halten kaum auf. Um 8 Uhr erfolgt die zweite Landung des Bataillons des IR Großdeutschland. Während die Divisionen in schnellem Tempo sich der belgischen Grenze nähern, landen die Störche das dritte Mal. Das Bataillon sammelt und stößt gegen Vitry vor. Die Divisionen erreichen um 10 Uhr die Grenze. Sie brechen in die erste belgische Widerstandslinie ein. Gegen 19 Uhr vereinigt sich die 1. Panzerdivision mit dem Bataillon des IR Großdeutschland. Nach mehrfachem Kampf wird die Linie Menu-Fontaine-Fauvillers durch die 2. und 1. Panzerdivision erreicht. Beide Divisionen werden durch zahllose Sprengungen und große Geländeschwierigkeiten aufgehalten. Die 10. Panzerdivision trifft auf geringere Hindernisse. Sie kommt rascher vorwärts und erreicht am Abend die Linie Rühl-Saint-Marie.